Witzigerweise hat mir aber im Fußball Julian Nagelsmann mal Flugmodus als Sprachmemo geschickt. Hinter mir geht's heute schon ab und zwar macht Lisoki gerade Soundcheck. Den treffen wir später auf ein kleines Gespräch und da nach dem gucken, Spiel geht's natürlich noch richtig rund bei Music Beats Basketball. Ich habe gelesen in dem Interview, dass du nicht so der krasse Fußball-Fan bist. Wenn ich das jetzt richtig sage, korrigiere mich, wenn es falsch ist. Basketball aber natürlich schon heftig. Total, absolut. Nee, auch nicht so. Ich war in Erfurt ein paar Mal bei unserem Basketballverein, den es leider nicht mehr gibt. Die Rockets, da war ich ein paar Mal zu Gast. Aber auch, weil Freunde gesagt haben, Klüsen, komm noch mit, musst du dir geben. Ich habe gemerkt, dass beim Basketball eine krasse Stimmung ist. So. Das ist auf jeden Fall geil. Das hätte ich vorher auch nicht erwartet. So, beim Fußball war ich, weil ich Freunde habe aus dem Fußball, Thomas Tuchel zum Beispiel, ist ein Freund von mir, der hat mich damals eingeladen, da habe ich mein erstes Fußballspiel erlebt. Ich habe auch nur wegen ihm. Und, kann ich mir aber einen schlechteren Einstieg vorstellen, genau. Muss ich sagen. Ja. Und, aber war sonst quasi gar nicht groß bei Sportveranstaltungen. Witzigerweise hat mir aber vom Fußball Julian Nagelsmann mal Flugmodus als Sprachmemo geschickt, weil er den Song so fett fand und hat den gesungen. Und dann haben wir uns quasi immer unterhalten die ganze Zeit, hat irgendwie Nummer gecheckt. Geiler Typ, fand ich sehr, sehr witzig. Im Basketball war ich nicht so oft, außer dass ich vor Jahren, vor 15 Jahren oder so, mal Dirk Nowitzki getroffen habe, tatsächlich. Also deine Quote ist ganz okay. das war wirklich geil, aber nur ganz kurz, die haben mich mal gebucht, ein Schuhhersteller hat mich mal gebucht, für, dass ich helfe, beim Basketball Ansagen zu machen. Ich konnte das gar nicht und zum Glück war Dirk Nowitzki auch eingeladen, der hat mir dann so Tipps gegeben, weil ich wusste nicht, Trippelfehler, alles, ich hatte einfach zu wenig Ahnung und auch nicht alles gesehen. Und der hat mir ganz, ein gechillter Typ. Nur ganz kurze Begegnung, aber wirklich sau bodenständiger Typ. Volume 6, hier ist für euch Clueso! Und
sie träumt von Chicago, von Chicago, irgendwo, wo sie keiner kennt. Du spieltest Cello, auch in Chicago. Schwarzer, du warst dabei, wirst du dabei. Okay, ihr müsst hier aufstehen. Die Welle geht alle an. Für den schönen Abend. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Danke, dass er da war. Es war uns eine Ehre. Clouseau!